So, willkommen zurück bei der Grünen Horde. Eine neue Mission von Firestorm Armada. Wieder mal die Didn't Renze gegen die Terraner. Nummer 3. Zu Deutsch, der Everlast. Gott. Gegen den Henk, wieder mal. Und wir spielen Mission 3. Kurz bevor, worum es geht, machen wir hier nochmal die kurze Auflistung von den Würfelfarben. Also die weißen sind die Primärwaffen, die roten die Kinetic-Vision-Waffen, dann die Torpedos in blau. Und hier unten eben Point Defense Dice sind diese weiß durchsichtigen, die Schilde sind die blauen, die schwarzen sind die Attackierenden von der Boarding-Mannschaft, die grauen sind die Verteidiger und die Initiative sind die grünen. Bloß damit ihr insgesamt einen Überblick habt, welche Würfel was bedeuten. Und zur Mission ganz kurz, die Didn't Renze haben hier einen verdammt großen Battleship, oder? Ja. Ein Battleship, jawohl. Battleship sitzen. Und die Mission von den Terranern, die hier drüben sitzen, sind einmal die Fregatten und die Kreuzer. Kreuzer, genau. Die Kreuzer sind noch nicht am Spielfeld. Das genau. Spielfeld beginnt erst hier, ist nur 90 mal 90. Also man sieht hier, die roten Würfel grenzen das Spielfeld ab. So ist die Grundaufstellung, also die vier Fregatten und hier drüben das Battleship. Die Mission ist, dass die Didn't Renze sich verteidigen gegen die Terraner. Die Terraner müssen entweder das Battleship zerstören, was sich sehr schwierig darstellt, weil es wirklich ein wuchtiges, großes Modell ist, oder sie müssen es einfach boarden, quasi übernehmen. Anfangssituation ist, dass Boarding Crew oder die Verteidiger Crew von den Didn't Renze verwirrt ist und sich nicht wirklich verteidigen kann am Anfang, sagen wir einfach so. Und auch nicht repariert werden kann. Genau, keine Reparaturen, kein Verteidigen gegen die anstürmende Armada, so jetzt einmal, der Terraner. Die Terraner müssen sie, wie gesagt, eingenehmen und die Didn't Renze können nach, wie war es, ab Runde 2, glaube ich. Ab Runde 3 könnten die einen Warpsprung machen und dann verschwinden. Das Problem an der Sache ist, in der Runde, wo dieser Warpsprung angesagt wird, kann die Didn't Renze nicht mehr schießen. Also übel. Und erst in der nächsten Runde springen. Also ich habe zwei Runden freies Schießen. Genau, steht dann frei dort, keinerlei Verteidigung. Also das ist, weil die zweite Runde auch keine weitere Aktion möglich ist. Genau, das ist so die Grundsituation. Und in der zweiten Runde genau kommen noch die Kreuzer von den Terranen mit dazu, die, wie wir vorhin aus dem Regelbuch bekommen haben, von überall auf dem Feld einbrechen dürfen. Das heißt, aus jeder Seite, überall, scheißegal, von vorn, von hinten, wird dann geflankt, Front ins Heck gefallen, wie auch immer. Je nachdem, das sehen wir dann, wie sich der Henk dafür entscheidet. Wahrscheinlich von hinten. Tendenziell. Und jetzt machen wir live mal gleich den Initiativwurf. Ja, das ist, bin auch ohne die Fleet Tactical Bonus. Fleet Tactic Bonus ich. So, also klares Beginn für die Terraner. Dann spielen wir jetzt Runde 1 und sehen wir uns nachher wieder. Ich sage nochmal Danke dabei. Bis gleich. Entscheiden, ganz woanders hinzufliegen. Nein, lass es mal. So, Ende der ersten Phase der Terraner, also Bewegung. Sie haben sich aus dieser Ecke, ganz klar, war eigentlich logisch, wäre dumm, wenn man es anders machen würde, ins Heck von den Didn't Renze bewegt. Aua. Dann einmal schweren Beschuss von Seiten der Terraner in Richtung des großen Battleships. Ja, war nicht gut, war nicht schlecht, war in Ordnung. Nein, das war oder? Das, was erwartet war, dass ich durch den Heck und den Target Strike treffe. Mhm. Und dann durfte ich auf der Targeted Strikes Tabelle würfeln. Ich habe mir die Life Support Systems ausgewürfelt, habe da dann eine 1 gewürfelt, sodass es nicht die höherwertigen Schaden ergibt, sondern nur den Hazard Marker. Jo. Ein Feuer, ein irgendwer. Schön wäre gewesen, Decompression, dass seine Crew Points noch reduziert werden, da ich, um das Schiff zu boarden, diese auf 0 kriegen muss und dann kann ich es einnehmen. Jo. Ja, wie gesagt, aktuelles Ergebnis von den Primärwaffen waren es 4 Treffer. Sechs Treffer. Ah ja, stimmt, zwei zusätzliche. Sechs Treffer, stimmt, ja, 6 Treffer, Verzeihung, mein Fehler. 6 Treffer ins Heck, haben wir eben diesen einen Schaden und einmal Feuer an Bord, damit den Torpedos. Waren 3 Treffer, sind 3 negiert worden von Seiten der Didn't Renze, das heißt, auf der Torpedoseite ist nichts passiert, obwohl wir eine schöne, wunderbare Breitseite gehabt haben. Naja, dann ist jetzt der erste Zug der Didn't Renze dran. Der wird sich bewegen und schießen und dann sehen wir uns da danach nochmal und schauen, ob irgendwas Interessantes passiert ist. Nachher. So, also eine relativ bittere und kurze Runde für die Didn't Renze.
Von der Bewegung her, man sieht, das Battleship hat sich jetzt einfach einmal nach links bewegt in Richtung der Asteroidenfelder, also weg von den terranischen Fregatten, war ja klar. Und hat dann natürlich auch beschossen. Die didn't Ramsey mit ihren Railguns und vor. Nein, tut man ja nicht. Immer mit den Vorbelastungen, quasi mit den Railguns und so weiter, dürfen ja nur nach vorn schießen. Deswegen sind wir nur die Gun Racks übrig geblieben, um auf die Fregatten zu zielen. Das Ergebnis war relativ bitter, also 5 und 6 wären interessant gewesen. Das heißt, wir haben 2 Treffer gehabt. Es wären 3, glaube ich, gewesen, Minimum. 4 wären nötig gewesen, um Schaden anzurichten. 5, um ein Schiff zu zerstören. Ja, also 4 Minimum für Schaden bei der Würfelmenge ist natürlich auch wieder schade. Das Würfelergebnis der Schilde war 1, wäre aber nicht mal nötig gewesen. Das heißt, das große, böse, extrem schwere Battleship der Bitten Ramsey hat leider nicht einmal geschafft, eine einzige Fregatte zur Explosion zu bringen. Naja, wie gesagt, eine relativ kurze und sehr traurige Runde auf Seiten der Didn't Ramsey. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die eben bestehen müssen. Oder Wahrscheinlichkeit nach. Normal schon. So, dann sind wir bei der Runde 2 angekommen, bevor wir die Initiative gewürfelt haben, die wir vorhin unterbrochen haben. Haben natürlich dann die Kreuzer von den Terranern ja noch flanken dürfen, beziehungsweise aufstellen. Leider nicht so, wie es geplant war. Also hier, wo die Würfel liegen, hätten es eigentlich kommen sollen. Dann hat der Henk leider seinen Wurf versaut. Und ja, die Würfel haben es versaut. Und der Everlost hat dann 2 wie 6 Zoll, in diesem Fall 7, die Kreuzer versetzen dürfen. Und die einzig logische Reaktion darauf gewesen, er hat es einfach genau direkt vor den Asteroidenhaufen gesetzt, dass da keine direkte Verbindung ist. Ansonsten in der Richtung, wenn man es jetzt gesetzt hätte, wäre ungünstig gewesen. Naja, auf alle Fälle stehen sie jetzt direkt hier. Und jetzt machen wir den Initiativewurf. Und dann schauen wir mal, wie es losgeht. 9 finden wir durch. Ja, du hast wieder Initiative. 9 bei dir ist es mit Tactical Fleet Tactics Bonus 12. Und bei mir bin ich dann bei 13. Ja, wunderbar. Also gut, dann fangen wieder die Terraner an. Dann machen die Terraner jetzt ihren Zug. Und wir sehen uns dann nach dem Ende der Terraner nochmal und schauen, was passiert ist. Und ja, wie weit das die Didn't Ramsey noch kommen werden. Wir sehen uns dann gleich nochmal. Ciao. Okay, das war eine relativ bittere Runde für die Terraner. Jawohl. In Anführungszeichen bitter, das heißt also von der Bewegung her, die terranischen Fregatten haben sich jetzt einfach von hier rein bewegt, natürlich so, dass man volle Breitseite wieder ins Heck bekommt. Ja, im optimalen Sektor, er verliert 1 in seinem Damage Rating. Ich habe auch schön viele Würfel gehabt, dadurch, dass ich einen Targeted Strike geschossen habe, hätte ich 5 und 6 gebraucht. Ich habe keinen einzigen gewürfelt. Bei den Primary Weapons, das war also... Das ist das Wurfergebnis. 5 und 6 wären interessant gewesen. Wir haben gar nichts. Also Primary Weapons haben, keine Ahnung, irgendwo ins Nichts geschossen. Keine Ahnung, wahrscheinlich da ist das Schiff und da haben sie hergeschossen. Die irgendwie so. Torpedos, die haben noch normal geschossen. Das heißt, auch 4er Treffen. Allerdings habe ich insgesamt 3 Treffer gewürfelt. Er muss seine Point Defense noch nicht einmal würfeln, da ein Damage Rating von 5 einfach nicht durchschlagen ist. Kein Schaden, kein Effekt diese Runde. Also für die Terraner in diesem Fall von den Fregatten her, sie haben sich bewegt, stehen optimal, haben den richtigen Abstand, haben aber halt gar nichts gerissen. Naja, okay, dann war's das soweit, dann sehen wir uns nach der nächsten Runde wieder. Ah ja, genau, eins wäre noch gewesen, die Didn't Ramsey haben vorhin noch das Feuer haben sie gelöscht, glaube ich, gell? Ja, den Hazard Marker, der wurde repariert, das Feuer ist gelöscht oder die Strahlung wurde eingedämmt, irgendwas. Irgendwo ist es auf alle Fälle wieder hergerichtet worden. Und naja, wie gesagt, die Menschen sind immer noch verwirrt, aber ansonsten eigentlich noch voll im Saft. Dann sehen wir uns nach dem nächsten Zug wieder und ich sage danke, bis nachher. So, also, heute ist nicht unbedingt der Tag des Würfels. Wie man sieht, das Schiff der Didn't Ramsey hat sich jetzt ein bisschen nach vorn bewegt und reingedreht. War auch nicht mehr in der dementsprechenden Rageband drinnen, deswegen auch nur 3 Würfel. Von den 3 Würfeln haben wir einen Treffer, der hervorragend von den Terranern negiert worden ist. Das heißt, es ist absolut wieder mal nichts passiert. Ein helles Aufflackern der Schilde einer Fregatte mitten im Weltraum. Genau, das war's. Ein kurzer Lichtblitz, mit dem nichts passiert ist und das war's. Okay, dann war das jetzt wieder der Zug der Didn't Ramsey, in dem ein bisschen bewegt worden ist, aber nichts passiert beim Schuss. Und jetzt kommen die 3 Kreuzer der Terraner dran und schauen wir mal, vielleicht können die ein bisschen mehr arbeiten. Das der Haken an der ganzen Sache ist, wenn sie jetzt links rumfahren, sind wir ja schon wieder gefährlich nah im Frontbereich der Didn't Ramsey. Wenn sie rechts rumfahren,
ob die Distanz stimmt. Wir werden es erleben. Jetzt schauen wir mal, was der Henk treibt und dann sehen wir uns nach der Runde wieder. Bis gleich. Okay, dann haben sich die terranischen Kreuze bewegt vom Asteroidenfeld. Jetzt haben wir einen Bewegungsschaden dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt nochmal Sektor-Shielding für die Kreuze. Die vorderen beiden haben seitlich gelegt, um dann ein bisschen was gegen den gegen das Battleship zu haben. Der letzte ist ins Asteroidenfeld reingeflogen, hat sein Sektor-Shielding vorne gehabt, ist volle Kanne in einen Asteroid reingekracht. Und lass uns mal noch zu den Würfeln kommen. Er hat seinen Command-Test oder Manöver-Test versaut. Ja. Nur bei einer 1 und 2 hier. Dann daraufhin werden 1W6 plus 4 Würfel gegen seinen Damage und Critical Rating gewürfelt. Das waren diese hier. Macht 5 Treffer. Wer eigentlich... Durch das Sector Shielding hat er 2 Schildwürfel. Hat einen noch abgewehrt. Durch ein Damage Rating von 1 sind wir weiterhin bei einem Punkt Schaden. Genau. Das heißt, dieses Schiff daraufhin bewegt sich das Schiff hier durch das Asteroidenfeld durch. Und landet dann direkt hier hinten bei dieser Base. Der steht jetzt bloß noch da zum Verständnis. Und das war dann quasi die Bewegungsphase des Terraners, von der terranischen Kreuzer. Und jetzt haben wir noch die Beschussphase. Kommst du hin? Geht da was aus? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wunderbar. Aber die die Steuerbord- und die Backbordseite beim Battleship, der den Transit, sind verstärkt. Plus 1 Critical Rating. Ja, wenn wir mal nachgehen, was ein schönes Modell ist, dass man es auch mal im Ganzen sieht. Na, also wie gesagt, hier in der Seite wird jetzt dann reingeschossen, sind, wie der Everlast gerade erzählt hat, natürlich verstärkt. Und dann schauen wir jetzt mal nach dem Beschuss der terranischen Kreuzer, ob sich das Würfelglück des heutigen Tages genauso fortsetzt oder ob einer von unseren zwei Kollegen hier wieder mal Dusel hat. Und dann sehen wir uns nach dieser Runde wieder. Ich hoffe. Gut. Das heißt, schießt du eh nicht mehr auf mich. Ich hätte mir das Schildzeugs da sparen können. So, gut. Dann war eine relativ erfolgreiche Runde für die Terraner. Wie man hier sieht, liegen viele Sechsen, noch mehr Sechsen, da sind noch 2 Sechsen. Mit den Torpedos waren es 6 Treffer, die leider abgewehrt wurden. Genau, wurden kein 3 Effekt. Davon negiert, nichts passiert. Mit den Primary Weapons waren es insgesamt 10 Treffer. Die, was haben wir jetzt gesagt, nicht auf die Bridge, sondern auf die, was haben wir geschossen? Auf die Life Supports haben wir geschossen. Ergebnis war, er durfte einen W3 würfeln, hat dafür eine 6 bekommen. Das heißt, wir haben eine 3. Der Effekt ist jetzt, wir haben einen Schaden. Decompression. Genau, einen Hazard Marker und einen Decompression. Und eine Crew verloren. Genau. Das Schiff hat somit noch insgesamt 5 Crews an Bord. Legen wir mal die 5 hin. 5 haben wir noch. Wie viel war es insgesamt? Muss 6. er runter auf 3. Oder? Nein, ich muss ihn boarden. Dann muss die Crew auf 0 sein. Dass ich ach, die Crew muss auf 0 sein. Ah, okay. Und je mehr ich davor wegschieße, desto besser. Desto leichter ist es. Nicht okay. Ja, ist ja klar. Wenn man die doppelte Anzahl braucht an Erfolgen. Genau, das ist dann Capture. Das Endergebnis der momentanen Situation. Haben wir noch einen Indie-Wurf jetzt dann gleich, oder? Ja, jetzt wäre wieder Indie-Wurf. Genau, dann würfeln wir gleich mal die Initiative. Schauen wir mal, wie wir wieder anfangen darf. Sieht diesmal für die Didn't Rancy gut aus. Ja, klar. Endlich mal. Tactics-Bonus brauchen wir gar nicht. Wunderbar. Dann bewegen sich jetzt die Didn't Rancy und schießen eine Runde und dann sehen wir uns da danach nochmal. Bis gleich. Ich bin irgendetwas anderes. So, dann Bewegung der Didn't Rancy beendet. Man sieht, das Schiff hat sich jetzt halt einmal voll reingedreht und hat dann auf Full Stop umgeschaltet. Er hat noch versucht, den Brandstrahlungsausbruch, nenn du das willst, zu reparieren, dabei leider ein Crewmitglied verloren. Deswegen sind es jetzt nur noch 4. Nachdem er jetzt im Vollstopp ist, hat er auch schon einen Aufladungsmarker für den Warpsprung bekommen. Nachteil an der ganzen Sache ist jetzt, an und für sich hat er 2 Runden lang nichts mehr. Also keinen Schuss, keine Verteidigung, gar nichts, er steht jetzt da. Problem ist jetzt, dass die Terraner relativ unter Zeitdruck stehen. Das heißt, jetzt muss was passieren, weil in der nächsten Runde springt das Didn't Rancy Schiff und ist weg. Naja, wir werden sehen. Und jetzt kommt dann die Insgesamtbewegung der Terraner. Das heißt, die Kreuzer und die Fregatten bewegen sich jetzt beide. Dann schauen wir uns nochmal an, wie die Bewegung war. Und dann wird geschossen und dann gucken wir mal, ob da was passiert ist. Ich sag danke und wir sehen uns nachher. Dann haben sich die Terraner komplett bewegt und auch gleich geschossen. Natürlich so gestellt, dass alle Breitseiten voll in Richtung der Didn't Rancy gehen. Es ist einiges passiert, es liegen viele Würfel, es liegen viele Marker. Henk, erzähl mal, was passiert ist. Wir haben uns zwar gleichzeitig bewegt, trotzdem haben wir erst die Kreuzer abgehandelt. Die Kreuzer hat alleine geschossen mit 7 Würfeln und einen Schaden verursacht.
Mit 6 ist er hier durchs Damage Rating, Ergebnis 1 Schaden. Die anderen beiden haben zusammengeschossen. Einer schon mit einem Würfel weniger. Wenn ich das zusammenlege, komme ich also 7 plus 6 halbiert auf 10. Das sind diese Würfel. Diese haben targeted geschossen, wieder auf das Life Support System, haben das Damage Rating durchschlagen, das heißt 1 Schaden. Dann wurde gewürfelt, Ergebnis 1 Hazard Marker und wieder 1 Crew tot, das heißt wir zählen von 4 auf 3 runter. Dann haben die Torpedos geschossen, alle zusammen, das sind die Würfel hier drüben. Mhm. Genügend 9-5-Treffer wären nicht genug gewesen und er hat sie noch abgewehrt, kein Effekt. Daraufhin haben dann die Fregatten geschossen. Die profitieren jetzt bereits bei den Torpedos von dem beschädigten Point Defense Systems. Die zwei weiteren Schadenspunkte reduzieren seine Point Defense auf 2. Diese beiden haben versagt. Bei 6 Treffern meinerseits bleibt ein Schadenspunkt übrig. Die Geschütze, alle zusammen 10 Würfel, haben wieder targeted geschossen auf das Life Support System. Haben auch die Damage Rating durchschlagen, leider schlecht gewürfelt. Ein W3 ist das hier nur eine 2. Das heißt nur einen weiteren Hazard Marker, keinen direkten Crew Point Verlust. Das nächste ist jetzt die Reparaturwürfe der Hazard Marker. 3 Stück an der Zahl. Die machen wir gleich live. Ziehen wir mit, jo. Schauen wir jetzt gleich. Sammeln wir mal die Schadensmarker. Einser sind ganz schlecht. Erste ist repariert. Oh, jetzt kommt eine weitere hinzu, eine Crew weniger und einer bleibt und nochmal ein Crew weniger. Das heißt, wir sind wieder bei 3 Hazard-Markern. Ich behalte immer noch 3 Hazard-Marker und, auf 2 Crew runter. Ein Crew runter, das ist 2 nicht repariert. 2 nicht repariert. Ein Crew. Und also eine Crew. Relativ erfolgreiche Runde für die Terraner, würde ich das jetzt mal nennen. Definitiv. Relativ. Ja, wie gesagt, das Entscheidende ist jetzt noch, die Didn't Drain Sie können jetzt im nächsten Zug dann springen. Aber diese Runde muss nicht gewürfelt werden, da auch wenn er gewinnt, er da stehen bleibt und ich jetzt noch eine Runde habe, um ihn zu boarden. Das ist das Entscheidende. Das heißt, jetzt ist es die entscheidende Runde. Entweder würfeln die Terraner gut, dann ist das Schiff eingenommen und die Didn't Drain Sie sind erledigt, oder es ist ein ganz mieser Würfelergebnis auf Seiten der Terraner. Dann springen die Didn't Drain Sie, wenn wir jetzt im 40k-Universum werden, sagen ins Warp und das war's. Und dann sehen wir uns nach der nächsten Runde wieder und dann gehen wir noch kurz zum Ergebnis über. Kurzer Kommentar unserer beiden Spieler und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis dann. So, dann Terraner-Runde wieder. Henk, sag doch mal, was los war. Also die erste Bewegung, dieses Mal die Fregatten. Die dürfen noch einmal schießen, bevor die Kreuzer boarden. Die Fregatten haben ein Turnabout von 0. Sie haben sich hier nämlich auf dem Bild nicht ihr Minimum bewegt. Sie sind sozusagen einen Kreis geflogen und dann nochmal einen Zoll vor, da ich es nicht schaffe, ins Vulnerable Sector zu kommen mit 11 Zoll Bewegung. Dann haben wir gewürfelt und bei den Torpedos noch genügend Treffer erzielt. Ne, 5 Treffer, nicht genügend. Er hat ihn auch nicht abgewehrt, aber kein Effekt. Bei dem Targeted Strike mit 10 Würfeln haben wir 2 Treffer erzielt. Auch kein Effekt. Das heißt, es kommt jetzt auf den letzten Spielzug an. Genau. Wie vielleicht schon öfters gesagt, aber diesmal wird es definitiv spielentscheidend und dann schauen wir mal, was die Kreuzer jetzt treiben, ob es das gegnerische Schiff übernehmen oder nicht. Wir werden es erleben. Bis nachher. Gut, dann war das Ende dieses Spiels, würde ich jetzt einmal sagen. Die Kreuzer, wie man sieht, haben sich jetzt hier reinbewegt, direkt an die Flanke vom Battleship ran. Ja, erobert, vernichtet, eingenommen, ganz klare Angelegenheit. Henk, sag nochmal, was abgelaufen ist. Ja, die Kreuzer haben sich so nah wie es geht ranbewegt. Sie müssen in 6 Zoll sein, um boarden zu dürfen. Daraufhin haben sie ihren Boarding Pool gelinkt. Das heißt, jeder hat 3 Assault Points, macht 9 Würfel. Combined, nicht gelinkt. Combined, stimmt. Deswegen wird einfach nur zusammengezählt. Das gegnerische Schiff hat dagegen seinen Anti-Boarding Pool. Der besteht aus den noch verbliebenen Point Defense, einem Würfel. Und eigentlich noch seinen eigenen Assault Points, die aber durch den nicht reparierbaren Security in Disarray Schaden auf 0 gesetzt sind. Daraufhin haben wir gewürfelt. Die Terraner haben 5 Erfolge, von denen keiner abgewehrt wurde. Was bedeutet, ich habe mehr als das Doppelte seiner verbliebenen Crew Points, 1 erwürfelt und damit das Schiff gecaptured. Hätte er in der letzten Runde die Hazard Marker repariert, hätte ich das nicht geschafft. Es war also die Reparaturwürfe und jetzt dieser Wurf. Ist eng ausgegangen, aber
Ergebnis ist passabel, würde ich mal sagen. Nein. Ne? Ja, also auf absolut nicht für die Terraner definitiv gut. Ja gut. Dann kurzer Kommentar zum Spiel. Seit der Didn't Drain Sie, was spricht der Everlast? Absolut katastrophal. Mein Schlachtschiff ist weg. Tja, katastrophal. Allgemein, was glaubst du, war die schlimmste Situation? Die Hazardmarker. Die Hazardmarker, ja. Die Hazardmarker, das war eigentlich das, was dem Schiff den Todesstoß versetzt hat. Den Verlust der Crew Point durch die Hazardmarker. Weil bei 3 Crew Points hätte er mindestens 6. Mehr wie 6 gebraucht. Erfolge. Ja, mehr dann, als 6. Dann hätte das eroberte Schiff. Ja, und durch das, dass ich jetzt auf das runtergekommen bin, Point Defense war ja auch. War klar, dass die witzlos. Schaden. Durchaus knapp. Hätte anders kommen können, wenn die Hazardmarker weniger gewesen wären. Ja, allerdings habe ich natürlich eine Runde komplett verschossen. Ne? Ja. Gott sei Dank. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Von Seiten der Terraner, Henk, was sprichst du allgemein? Was glaubst du, war die schlimmste und die knackbrechende Situation dann für die Dendrenzi und die beste für dich? Knackbrechend war der letzte Reparaturwurf. Klar, gerade dass sogar noch eine Hazardmarke dazugekommen ist, die schlechtesten möglichen Ergebnisse. Knapp war es, dass ich in der zweiten Runde im Heck keinen Schaden angerichtet habe. In der besten Schussposition, die ich erreichen kann. Ja, das war bitter, aber war das so. Hat sicherlich den schlechten Reparatur aufgehoben. Jo. Na gut, dann ist das Endergebnis. Die Terraner haben die Didn't Drain Sie geschlagen, vernichtend sei jetzt mal dahingestellt, aber auf alle Fälle geschlagen. Das große Battleship wurde eingenommen. Okay, war ein interessantes Spiel, hätte anders ausgehen können, wie wir schon gehört haben. Ergebnis war nach den letzten Reparaturwürfen eigentlich vorhersehbar, oder? Ja. Ich ja klar 9 Würfel hatte und eben einen dagegen. War schon sehr schlecht würfeln müssen. Ja, gut, haben wir auch schon gehabt. Also ich habe sogar schlecht gewürfelt. Nach dem heutigen Tag. Nicht sehr schlecht, aber jetzt schlecht gewürfelt. Wäre das fast zu erwarten gewesen. Ja. Wunderbar. Okay, na dann war das Ende von diesem Bericht. Dann haben wir die dritte Mission jetzt gespielt. Das Boarden der gegnerischen Schiffe haben wir jetzt auch mal gesehen. Das war das erste Mal. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch gefallen. Noch was zu sagen? Wir sehen uns bei Mission Nummer 4. Würde ich auch sagen. Bis zur nächsten Mission. Genau. Oder im großen Schlachtbericht. Je nachdem. Ja gut, ich bedanke mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf der Grünen Horde. Und ich sage bis dann und ciao.